Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal PEL210479 Zock. Schön, dass du wieder dabei bist. Wir sind im PC Building Simulator. Wir sind in 2019. Damit euch allen einen guten Rutsch bzw. frohes neues Jahr. So, da unten ist der Powerknopf. So, wir haben drei PCs hier. Wo wir was dran machen müssen und einen, den wir komplett neu zusammenbauen, ist quasi jetzt Premiere im neuen Jahr. Also wir haben nicht nur 2019, sondern wir dürfen auch quasi hingehen und dürfen das erste Mal einen komplett neuen PC zusammenstellen. So, dann machen wir das hier raus. Dann kommt hier eine neue CPU rein, die hatten wir noch drin, die hatten wir noch gehabt. Auf 8. Die machen wir raus. Und machen neuen Speicher rein. So, ich weiß gar nicht, wie wollten wir das machen? Da wollten wir dann die Metori in den 16er rein, das heißt, dann wollten wir hier quasi so einnehmen. Hier ist der i5 drin. Da gehen wir hin. Einmal Wärmeleitpaste drauf. Und der neue Kühler drauf. Beziehungsweise der alte. So, weißt du was? Wir haben das Geld. Wir gehen hin und holen uns jetzt im Shop das Tool. War teuer, aber den Scanner machen wir noch drauf. Beziehungsweise wir testen und dann schmeißen wir ihn runter. Weil nämlich das ist eine extra Leistung von uns, aber das Programm gibt es nicht kostenlos dazu. Die RAM ersetzen, die PSU ersetzen, genau. So. Der sieht gut aus. Drin. Dann machen wir schon hier Nummer 1 fertig. So, hier besorgen wir uns noch den Aufkleber. So, hier gucken wir nochmal. We'll be right back.
der genau wollte, der Thomas Ganze. Ich hoffe, da brauchen wir keinen. Ah ne, hier ist nur die PSU zu ersetzen. Machen wir trotzdem mal Wärmeleitpaste drauf, die hat hier gefehlt. Und machen Prozessorkühler wieder drauf. So, dann haben wir jetzt PSU ersetzen. Gut, dann tun wir das hier gerade noch schnell machen. Wieder rein. So, dann waren die RAM zu ersetzen. Man muss da trotzdem nochmal gucken, ich war mir jetzt nicht sicher, wie viel RAM will der denn haben, der ganze. Achso, der will nur den kaputten ersetzt kriegen. Verkabeln wir das Ganze mal. Nee, das tun wir wieder entkabeln. Ich denke mal, der will bestimmt die roten Kabel dabei haben. So, dann muss ich mal gucken. Ich habe gar keine schwarze Sicht gerade. Okay. Das ist doof. Okay. Kann ich nichts dafür. Komisch, dass wir dann da eigentlich die alten Kabel nehmen können. Na egal. Da werden hier irgendwie nie genommen. Nicht so das Gefühl. So, jetzt. Da stand ja auch was im Raum. So, dann soll der nochmal starten. In der Zeit können wir hier mal alles auseinanderbauen. Thank you.
Seite auch nochmal ab. Sage, brauchen wir hier genau. Das machen wir noch dran. So, wunderbar. So, dann schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie war Silvester für euch? Was habt ihr gemacht? Mit Freunden feiern, wart ihr allein unterwegs, Familie? Schreibt das doch mal in die Kommentare, das würde mich echt interessieren. Was habt ihr quasi Silvester gemacht? Also ich habe mit meiner Familie gefeiert. Das heißt, wir haben quasi Raclette gemacht. Dann ja, noch mal kurz draußen haben. Und ja, da ging es dann quasi ins Bett. Genau, das wusste ich doch. So, dann haben wir nämlich eine kleine Festplatte. Wahrscheinlich noch eine billigere holen können. Haben wir es noch mal billiger gehabt. Da einen Löffel. Da kommt neuer. Da hätten wir gar nicht so viel kaufen. Warum? Hatten wir damals. War da irgendwie mehr von gebraucht? Platine haben wir Speicher, jetzt kommt die Grafikkarte. Dazu müssen wir erstmal das hier entfernen. Ich glaube hier die ersten zwei. Alles seine Richtigkeit haben. So, die Festplatte haben wir schon drin. So, das Netzteil kommt jetzt drauf. So, und dann heißt das hier, haben wir jetzt alles. Wollen wir das gute Stück mal verkabeln. USB-Stick brauchen wir natürlich. So, ich will noch raus spielen. Jetzt der wollte auf 16 GB. Dann gehe
Gigabyte, da hatten wir hier die geholt. Jetzt aber. Ja, jetzt haben wir alle Teile. Ich habe schon wieder ein unvollständiges Gehäuse. Ja. Das heißt, einmal kassieren. Aufgerüstet, 8 Gramm. Zack, zufrieden. Hätte man viel mehr schreiben können, aber gut. Grafikkarte ersetzen, das können wir doch machen, oder? Ja. Guck mal, was für eine Grafikkarte er hat. GTX 89 Gamer. Leider nur den Auftrag jetzt hier, aber ich sage jetzt mal so. Da. Er ist auch da. Geht's mal los. Gucken wir mal, was er macht. Okay, er macht gar nichts.
würde ich sagen, einmal Grafikkarte auswählen. Ja, die scheint kaputt zu sein. So, wir mal. Das ist ja die Grafikkarte, oder? Machen wir gleich nochmal einen Virentest dabei. Da bleiben wir jetzt dabei, weil mehr haben wir ja jetzt gerade nicht. Ja, alles klar. Doch schon ganz gut, wenn man hingeht und immer noch mal den Virenscan einsetzt, weil, hat man es gesehen, es hat sich gelohnt, weil man hat noch zwei Baustellen. So gut wie neu, ja, sieht's mal. Tolle Arbeit, gleich klar. So, Upgrade gesucht, nein. Die ersetzen. Das können wir auf jeden Fall machen, aber das werden wir in der nächsten Folge sehen, was wir da genau alles haben. Das Vegan, würde ich sagen. Wenn ihr noch Knall habt, verknallt so. Und ja, wir sehen uns dann wieder. Macht's gut. Tschüss, euer Pelle.